Hallo, meine lieben Freundinnen und Freunde der Garnkunst. Willkommen zurück in meiner Hobby-Ecke. In diesem Video nehme ich euch wieder mit auf ein spannendes Handarbeitsabenteuer. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, die Strickelfen haben für den April einen schönen Kall vorbereitet. Der heißt Aprilvent. Und in diesem Kall geht es darum, einen oder mehrere Garn-Adventskalender aus der Versenkung heraufzuholen und was Schönes draus zu stricken, damit vielleicht Platz für einen neuen Garn-Adventskalender wird. Ich will aber erstmal meinen schicken Garn-Adventskalender von der Homespun House verarbeiten. Das war der erste und ist auch der einzige, der sich in meinem Besitz befindet. Und ich finde ihn einfach grandios, schön bunt und frisch. Und daraus soll der Dust of Snow von Curious Handmade werden. Aber bevor ich losstricken kann, muss ich natürlich erstmal ordentlich Wolle wickeln. Und bei 24 Strängen dauert das natürlich eine Weile. Manche von euch haben mich ja auch im letzten Q&A gefragt, wo ich mich von Strickobjekten inspirieren lasse. Und die erste Anlaufstelle wird da sicherlich Instagram sein. Da gibt es ja ganz, ganz viele tolle Hashtags, denen man folgen kann. Und da werde ich ganz schön heftig von den ein oder anderen Strickprojekten infiziert. Sonst bin ich natürlich auch bei Ravelry unterwegs, wenn ich was ganz Spezielles für meinen Kleiderschrank möchte. Und suche dann da auch schon mal in der erweiterten Suche mit den passenden Garnstärken und Nadelstärken, was ich so gerade in meinem Fundus habe. Und dann geht's auch schon los. Der Ort, der mich aber am meisten inspiriert, wird wohl YouTube sein mit den ganzen vielen verschiedenen Strickpodcasts. Da gibt es natürlich auch die eine oder den anderen, den ich sehr, sehr gerne schaue. Egal ob im deutschsprachigen oder im englischsprachigen Bereich. Und da wird man auch ziemlich stark infiziert. Kommen wir schon zur nächsten Frage, was ich denn am liebsten stricke, und viele von euch wissen es bestimmt schon, ich liebe Ankersprojekte oder generell Projekte von Petit Knit. Die sind so schön einfach konstruiert, von oben nach unten werden Pullis oder Cardigans gestrickt. Wenn ich was ganz Einfaches möchte, dann nehme ich mir da so ein Projekt her und bin dann sehr vergnügt. Aber ich mag natürlich auch gern Muster stricken, ganz quer durch die Bank, egal ob Cardigan oder Pulli. Ich stricke auch gerne mal Schals und auch Socken habe ich jetzt für mich entdeckt. Und da bin ich jetzt ganz fleißig dabei, die letzten Socken für die Geburtstagsgeschenke fertig zu stricken. Jetzt brauche ich für mein neues Strickprojekt natürlich standesgemäß auch eine Projekttasche. Und ich schaue mal hier oben, ob da noch was frei ist.
Nee, hier ist noch mein Rest vom Brioche-Licious drin. Den werde ich auf jeden Fall ribbeln und mit einer neuen Wolle anschlagen. Und dann schauen wir hier unten nochmal. Hier ist auch ein sehr hübsches Schätzchen. Hallo, du Schöne. Aber auch hier ist ganz viel Wolle für den Sunday-Cardigan drin. Okay, aber wo wir gerade schon mal hier in der Ecke sind, dann zeige ich euch doch gleich nochmal den Airline-Trolley. Im Moment horte ich hier ja noch meine ganzen Färbeutensilien und da können wir ja mal reinschauen. Hier unten habe ich noch meine Spritzen und Messinstrumente. Das habe ich alles mal von Hendrik bekommen, als er noch im Labor gearbeitet hat. Hier oben geht es dann mit Beizmitteln weiter und da wurde ich auch gefragt, welche Beize denn am umweltfreundlichsten ist und am einfachsten im Umgang. Und da würde ich die Kaltbeize mit Alaun, Natron und Essig empfehlen. Ein genaues Rezept dazu habe ich in meiner Färbeserie für euch hinterlegt. Das verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal in der Infobox. Ansonsten habe ich hier oben noch eine Waage, auch mal von Hendrik bekommen. Und hier sind die beiden Säurefarben von Dama, mit denen ich zuletzt gefärbt hatte. Das ist, glaube ich, Valentine Blush und Berry Crush. Zwei Rosatöne, die ich sehr schön finde. Und hier oben geht es dann noch weiter mit meinem Sammelsurium von Jacquard, Dama und Logotex Farben. Das ist ein ganz buntes Sammelsurium. Da sind alle möglichen Grün und Grau und Pink und Rottöne dabei. Und hier oben habe ich noch eine Feinwaage und angemischte Farben, sag ich mal, in diesen Spritztüllen drin. Und das ist schon mein ganzes Sammelwerk. Das verstaue ich jetzt aber im Keller. So, nun habe ich immer noch keine Projekttasche, also werde ich mir wohl eine nähen müssen. Im Netz habe ich auf dem YouTube-Kanal von Shabby Fabrics eine ganz wunderschöne Anleitung mit Tulpen gefunden. Und ihr wisst ja, dass ich gerade so ein bisschen im Quiltfieber bin und da möchte ich gerne eine Projekttasche draus werkeln. Das ist alles ein bisschen aufwendiger, da müssen viele kleine Stoffteile geschnitten werden, aber ich glaube, das schaffe ich. Jetzt muss ich mir erstmal den passenden Stoff aussuchen und natürlich nehme ich mir wieder ein paar Pre-Cuts her und zwar 10x10 Inch Stoffe von Riley Blake. Da gibt es nämlich eine tolle Serie, die heißt Easter Egg und die passt natürlich gerade ganz wunderbar in den April. Jeder von euch, der schon mal Quiltprojekte gemacht hat, der weiß, dass man ganz viele kleine Stoffteile ganz präzise ausschneiden muss. Und genau das mache ich jetzt, wenn ich mir hier meine passenden Farben für die hübschen Tulpen rausgesucht habe. Ich habe mich für ein schönes Gelb und Orange entschieden und passend dazu natürlich in Grün für die Blätter und den Stiel. Eine interessante Frage, die mich noch erreicht hat, war, bist du ein Sternzeichen-Fan bzw. glaubst du an sowas? Also ich finde, Horoskope sind generell ja sehr allgemein formuliert, aber wenn man sich anschaut, wie Wassermänner so beschrieben werden, dann finde ich mich da wohl schon wieder. Je nachdem, welche Quelle man zu Rate zieht, werden Wassermänner ja als erfinderisch und freiheitsliebend beschrieben und das kann ich sehr unterstreichen. Außerdem sollen sie sehr unkonventionell und distanziert sein. Ja, auch das bin ich. Auf jeden Fall unkonventionell und distanziert. Manchmal wirke ich auch ein bisschen hochnäsig und arrogant, aber eigentlich bin ich das gar nicht. Das war noch einfach, aber glaubt mir, es wird noch deutlich komplizierter.
Und man muss schon wirklich aufpassen und korrekt schneiden. Warum, das seht ihr später. Jetzt geht es aber erstmal darum, ein bisschen Ordnung ins Chaos zu bringen, denn wider meiner Beschreibung als Wassermann mag ich gar kein Chaos und gerade beim Quilten muss man wirklich den Überblick behalten, also wird alles ordentlich beschriftet, dann geht das Nähen nachher auch schneller. Ich wurde außerdem von euch gefragt, ob ich einen Lieblingsmusiker oder generell eine Lieblingsmusik habe und das ist leicht zu beantworten, nämlich mit einem ganz klaren Nein. Ich mag eigentlich alle Musikrichtungen gerne, solange sie nicht zu extrem sind. Das fängt bei Heavy Metal an, geht über Hip-Hop und Beats und Alternativ bis zu Indie und Pop, aber ich höre auch gern klassische Musik, also alles quer durch die Bank ist bei mir vertreten. Und das merkt ihr ja vielleicht auch in den Podcasts und in den Videos, da sind ja die unterschiedlichsten Musikgenres vertreten. Ich arbeite gerne sehr genau und akkurat und ordentlich und besonders, wenn es sich um Geschenke handelt. Denn der oder die Beschenkte soll natürlich ein ganz, ganz tolles Produkt nachher bekommen. Es gelingt mir aber auch nicht immer fehlerfrei zu arbeiten und gerade wenn ich eine ganze Weile an einem Projekt dran saß, dann werde ich auch schon mal müde. Und wenn da mal was nicht passt, oh je, da hilft dann auch wirklich nur mal Abstand gewinnen und eine Pause machen. Ich schau mal, was Henrik macht. Manche von euch wollten auch gerne wissen, was Henrik beruflich macht. Der ist Ingenieur und einem Ingenieur ist nichts zu schwören, ne? Das kennt man ja. Thank you.
Jetzt aber erstmal zurück zu meinem Quiltprojekt. Und egal, was ich anfange, wenn ich mal irgendwo einen Fehler finde, dann hilft nur Abstand gewinnen und später wiederkommen, denn dann ist die Lösung greifbar und einfach nah. Ich kürze einfach alles auf die gleiche Länge und fertig ist die Laube und schon kann es weitergehen. Außerdem habt ihr mich gefragt, ob ich auch Kontakt zu anderen Strickerinnen oder Strickern habe, und zwar im analogen Leben. Und das ist einfach zu beantworten, nämlich mit einem ganz klaren Nein. In meiner Umgebung kenne ich keine Leute, die gerne stricken oder handarbeiten. Es gibt bestimmt ein paar, aber von denen weiß ich bisher noch nichts. Es gibt aber auch schon ein paar nette Mädels, die mich über YouTube angeschrieben haben und gefragt haben, ob wir nicht irgendwann mal einen kleinen Stricktreff veranstalten wollen, wenn das wieder möglich ist. Und da freue ich mich natürlich drauf und hoffe, dass das irgendwann mal klappt. An meiner Projekttasche fehlt jetzt nur noch der letzte Schliff. Ich habe noch ein paar schöne Steppnähte drauf getan und dann kann das schöne Teil auch gleich zusammengestellt werden. Ich habe noch eine ganz besonders interessante Frage von euch bekommen, und zwar: Welchen Lebenstraum verfolgst du gerade? Und das ist eine spannende und interessante, aber auch schwierige Frage, die ich gar nicht so einfach beantworten kann und möchte. Natürlich wollen wir jetzt ganz, ganz oft mit unserem Camper wegfahren. Hoffentlich ist das bald möglich. Wir wollen uns Europa anschauen, egal ob im Osten, im Westen, im Norden oder im Süden. Das ist jetzt die nächsten Jahre, glaube ich, so für uns angesagt. Und jetzt ist meine Projekttasche endlich fertig und die ganzen schönen kleinen bunten Garne können einziehen. Und ich gehe jetzt erstmal eine Runde stricken.
Ja, meine Lieben, und das waren auch schon wieder die Abenteuer, auf die ich euch mitnehmen wollte. Ich hoffe, ihr wurdet ein wenig unterhalten und konntet an euren eigenen Projekten weiterwerkeln. Und dann sehen wir uns doch auch hoffentlich im nächsten Video wieder. Bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!